Grundbedürfnisse, welche sind, die Spaß hat. Und damit der Spaß jetzt wieder geht, Schwürzesen oder Spürmannsau. Lieber Andreas, auf ja. Thank you.
Die Krone für die unbezwungenen Mauern der Stadt Köln, den Spiegel, mit dem sie ihre Lieblichkeit auch kontrollieren kann. Wenn sie Glück haben, meine Damen, hält sie ihnen auch den Spiegel mal vor. Und da sehen sie, da schwarz die Schönheit dieser Stadt Köln ausmacht, nämlich all die tolle Wünsche, die hier sind. Ich darf Ihnen vorstellen, die Lieblichkeit, die Jungfrau Agrippina, Armee Brandenburg. Auf kurz oder quer ist ein Motto. Kurz und quer.
unser kleines internes Motto als drei Gründe für 86 Spiele. Wir versuchen bis Aschermittwoch alle Fäden zu besuchen, um den Lücken wieder zu zeigen, wie schön wir in Kölnchen mit Hetze sehen können. Genauso sind wir okay und tragt die Botschaft des Kölner Karnevals weiterhin nach außen. Denn dann hoffen wir und sind sicher, dass dieser Saal im nächsten Jahr wieder ausverkauft sein wird. Herr Lohenschwan, habt ihr Lust, mit uns ein bisschen zu singen? Okay, das waren noch ein paar. Kommen wir mal rein. Habt ihr Lust, mit uns ein bisschen Kölscher zu singen? Dann Herr Kapellmeister Ross Jon.
richtig, richtig jung. Und wenn man so Megapiere und so viel Spaß hat wie hier in Florida, dann glaube ich, geht mal bis echter Mittwoch ran, nur mit Zinkern und Huse Montag. Schön weg. Colonia, wo mit Argentina dann immer schön lief und auf unser vaterstädtisches Fest, denn wir Kölsche rufen unsere Fasten. Genau. Hofbus mit Heimatpolette Köln! Und ich soll sagen, dass der Grün anmachen soll. Zwischen euch machen, das ist echt nicht. Da kommt was. Und ich übergebe das Wort an den lieben Gäste. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Wie ihr wisst, haben auch unsere wissenschaftlichen Menschen gemerkt, dieses Jahr 200 Jahre. Wir sind sehr, sehr stolz, Teil dieses Jubiläums sein zu dürfen. Und es gibt eine Jubiläumsspanne, die gibt es 111 Mal. Und die würden wir euch gerne überreichen. Ich glaube, ihr werdet überhäuft und auch und so weiter und so fort. Allen Zivilierten, die gibt es 111 Mal. Und kurz zum nächsten Auftritt. Ausmarsch!
Gewehren ab. Rösch. Klick, klick. Ja, wie wir schon gehört haben, feiert die Gesellschaft ja auch 200 Jahre feiert 200 Jahre Lisnische Convention. 1950 ist diese Gruppe zu den Listen, zu den Verein die Lisnische Convention, ja, die Lisnische Convention zugestoßen. Und heute ein großer Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer Tanzvorführung. Und ich würde sagen, ihr seid die Mutter aller Tanzgesellschaften. Und ihr seid immer. Und ihr seid immer nach meinem Gefühl, immer eine Augenweide, immer top, immer tolle Tänze. Und da kann man nur stolz sein, dass wir heute Abend auch sein dürfen. Und euch verehrt tanzen jetzt unsere Regimentswaffe, wir sehen jung, der Tanz der Regimentswaffe. Spielt euch auf. Auf jeden Fall gehört unser großer Dank, 2 Jahre Pandemie und trotzdem 2 Jahre durchtrainiert, jeden Tag, jede Woche 3 bis 4 Mal trainiert, und das zu wissen, dass wir einen auftreten dürfen. Da wird schon sehr viel dazu. Da ist ein Dank. Thank you.
erstes zeigen, dass ich Gewehr exerziere, Herr Prinzinger. Das ist besonders, dass unser Regiment dort oder mit dabei ist. Und da sind wir ganz stolz, dass wir genauso gut wie die Männer. Dann war's. Ich werde trotzdem Gewehr exerzieren. Ja, also Musiker, also jetzt die Zeit auch so ein bisschen.
Warum wird nicht Andreas mit seiner Mannschaft noch nach vorne? Sie bitte schon das Schau mal aufzustehen. Nehmen wir schon mal rechts und links hinterher. Und begleitet uns musikalisch aus unserer Mutterstadt Kolumbien. Zum Schluss hoch, wir hoffen, dann ist der Dummy-Engel und Sandra
viel Spaß, eine tolle Session, bleibt gesund, viel schön, hoch die zwei Jahre. Und großes Dankeschön an Kapelle Herrn Flöte. Ihr wollt wie immer Erste sein. Vielen Dank.
So, und dann stehen wir unten links, von mir aus, steht noch der Petro, der als Orga-Leiter sich, ja, 365 Tage im Jahr für den Park bei den Allerwertesten aufreißt. Petro, komm hoch! Das sind so einige der Lücken, die bei uns in der Gesellschaft wirklich vieles, vieles tun, viel Freizeit opfern, um sowas hier auf die Beine zu stellen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank an den Einzelnen und ganz besonders, jetzt habe ich ihn, weil er sozusagen ein Schatten ist, der auch etwas kleiner, unser Lieb und Vize, Wolfgang Pieper. Ich möchte euch einfach mal Danke sagen, dass ihr auch so viele künstliche Ideen von mir mittragt und mitspielt und wir jetzt auch bei vielen Vorstandssitzungen ja, teilweise überhaken, weil dann immer mit einem positiven Ergebnis rausgeht. Das finde ich schön. Und ich finde, das ist mal ein Riesenapplaus für Vereinsarbeit nach 2 Jahren Corona mit Zoom-Vorstandssitzungen und Zoom-Meetings. Vielen, vielen, vielen Dank.
Tradition etwas ganz Modernes. Nämlich unseren neuen Song, die Prinzessin. Pass auf, Prinzessin. Die schönste Straße, die man ist, die führt nach Hause.
Thank you.
sie, aber rot ist die Liebe, hat Vicky Jandros schon gesungen. Und wer liebt, der verschenkt sein Herz. Jeder Morgen bin nur ein Morgen.
Aber wir haben eben ja schon bei den anderen Liedern was so laut gehört. Könnt ihr uns mal ein ganz inbrünstiges, ganz lautes und knalliges Jetzt geben? Und der Augenblick, der ist genau... Ja, das sind die Mädels. Das sind wir dabei. Unglaublich, wer hätte das gedacht?
erinnert schließlich die Lustkirche, die Knechte und ihre Mägde. Und wir sagen guten Abend zusammen. Und wir begrüßen natürlich auch den Penzinos und Elbert, den Schützen. Und sagen auch guten Abend, liebe Penz. Als erstes gibt es ein bisschen Walzer, ein bisschen Foxtrot, ein bisschen Riffbuche und 47 Stelle von überall nach Schweden Melodisch. Denn Hüpf in Idiot, wenn mir fürchten Ganze. Kurzum, mir hier, mir sind Rano Donnel. Na, Halleluja.
Französisch lernen, so macht man ihn einer Tanz zu. Da gibt es eine zentrale Person, das ist der furchtbar talentierte, hochgewachsene, wunderschöne Tanzlehrer, nennen wir ihn Carsten. Dieser Tanzlehrer hat einen wunderschönen weißen Schal als Marotte, den er sich jetzt mal umlegt. Und unter lautem Gejohle und Applaus des Publikums theatralisch um den Hals schmeißt, wenn ich mein Signal gebe, nämlich jetzt. Und der Carsten hat dann spielen die eigentlich ganz fest im Griff. Aber wir haben uns mal Gedanken gemacht, was ist denn, wenn der Carsten mal nicht mehr in unserem Saale ist und nur noch der Tanzlehrerassistent vor Ort ist? Wir spitzen jetzt mal durch den Schlüsselloch, was die Eleven denn in der Tanzschule so treiben, wenn der ja strenge Carsten mal nicht da ist. Ist die ganze Osmose ganz nervös um dich. Thank you.
Ich möchte an der Stelle übergebe ich das Wort an den Kassen, der auf dem Spiel das Mikro hat. Schön, herrlich. Ja, ich bin immer wieder sprachlos. 200 Jahre Köln nach Karneval, das sind einer der fünf Jubilare. Und wenn so 200-jährige Jubilare tanzen, glaube ich, brauchen wir doch die nächsten 200 Jahre. Köln schon fast der Kaiserwahn. Ich finde, das ist ein riesen Applaus für dich. Vielen Dank auch unseren Bauernschütz Thomas Hoffmann, der wunderschöne Name ist. Warte, jetzt möchte ich es jetzt so geleitet sein. Warte, wir gehen zur Hölle! Thomas, vielen Dank. Habt ihr noch hier? Ja, Bert. Wollt ihr noch hier? Ja. Könnt ihr noch hier? Ja. Was, Jan? Ich möchte jetzt kurz eine Ansichtskarte unserer schönen Stadt. Angefangen links von Eilenturm, da kommt das kleine rosa Kirchstein, sagt man hier in Lüstkirchen, man beachtet die Namensdoppelung. Und dann küsst die Bahnhofskapelle und Sie werden auch gleich sehen, die Gondeln, wie sie über den Rhein schaukeln, wenn man in der Seilbahn sitzt oder im Riesenrad. Kurzum, wir belohnen uns hübsch zusammen das kölsche Rheinpanorama. Ah!
Und darum schenkt er mir Gott.
Schokolade. Ich bin eine, ich bin eine, die mich küssen. Und auf den Weg an mich, das sagst du, wenn du willst. Yeah! Aber schon wieder bin ich nicht deine Finger gegangen, Mann, was? Ich schaue zu Sonntag auf die Puppe, mit 20 Dollars in deinem Los. Ich habe wirklich was gewonnen. Haltet euch ein und kommt mit mir schön mit in der Halle.
Frau, da ist doch nur der Hälfte im Saal. Ne? Die heißt dann Kaschek, Kapet, Kafunka, wie auch immer. Und der Frontsänger steht dann auf der Bühne und der Erste, was der schreit, ist: Wo sind eure Hände? Das habe ich immer natürlich nicht gesagt, du Arschloch. Ja, aber jetzt haben wir ja schon ein wenig Sport getrieben, deswegen sollen wir uns ein bisschen bewegen. Meine eure Revue-Hände könnten das jetzt, ich glaube schon. Die ganze Revue-Hände mal nach vorne. So. Und um drei fliegen wir in den Himmel. Den muss man ignorieren, den muss man vor allem fühlen. Und wenn man das all macht, in der Kombination kann das Lied schief werden. Und wir haben jetzt ein tolles Lied, damals von der Sänger auf den mitgebracht. Und da tun wir jetzt, wir fühlen jetzt noch was denn auf den Füllenstor. Kann es sein? So, die Hände stehen nach vorne, ne? Leichter Schwung der Hüfte.
Leute anständig bekommen dort. Denn man hat so viel Riss um der Welt. Und wir haben auch für uns Dinge so Kleinigkeiten zu kümmern, die so trivial sind. Das sind so Sachen wie mit Gender. Dann komme ich in eine Form und werde gefragt, wo der Frau Voyage, gendern Sie auch? Da kannst du mir mal anschlecken. Bei uns in Köln, die Idioten, wurde viel schlecht. Und wenn man da in der ordentlichen Sinn so an uns benennen kann, sind wir verdammt gut gefahren. Da haben wir gerade nicht gut gesagt. Hey!
Abend. Als künstlerischer Junge, vielleicht änderst du den Pakt jetzt nochmal. Wir zwei müssen nur von mir reden. Ich ja alle bei den Menschen, die Gas geben, bei den Hammer, die schießen dann um 12 Uhr schon in einer Richtung. So, da steht noch einer im Hand, der noch jetzt zu sagen hat. Bitte schön, lieber Gasten. Ich lasse mir das Ehren natürlich nicht bei dir nehmen, ohne wünschen dich von der Bühne zu schicken. Vielen, vielen, vielen Dank und egal, warum man dich anruft, wir machen dir Platz geben. Danke. Das war meine erste Sitzung hier mit euch zusammen zu feiern.